Gut, meine Freunde, wir reagieren auf ein kleines kurzes Video von meinem Kollegen Nachtschmied. Das wurde hier von Capulcho Talking zur Verfügung gestellt. Private Jesus hat das Rohmaterial zur Verfügung gestellt. Anscheinend gibt es da irgendeinen Beef. Und ich dachte mir, wir gucken rein, weil Dick halt denn da auf irgendwas reagiert. Let's go, Freunde, rein. Abgestürzte YouTuber, aka, was ist aus geworden? Ihr kennt das ja bestimmt mit von großen YouTube-Kanälen, die sich immer mal wieder die Frage stellen, was ist eigentlich aus geworden? Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich aus Rezo geworden? Rezo kennen vielleicht viele von euch noch als YouTuber, der das CDU-Zerstörungsvideo gemacht hat. Der hat Videos gemacht wie die Zerstörung der CDU. Der hat Videos gemacht wie Touch My Body Challenge mit Dingsbums. Rezo hat ein richtig geiles, für die Leute, die es interessiert, Rezo hat ein richtig geiles Video über Verschwörungstheorien gemacht, falls ihr Bock habt. Hi, Gongon. Ey, ich finde blaue Haare geil. Also würde mir blau besser stehen, würde ich mir wahrscheinlich die Haare auch blau färben, aber ich färbe sie mir wahrscheinlich eher rosa. Ach, wusstest du gar nicht, dass ich Rezo bin? Also ich... Okay. Willst du, dass ich es sage, Nachtschmied? Willst du, dass ich es jetzt sage? Meine Haare sind immer noch nicht rot. Willst du, dass ich es sage? Ja? Okay, dann mache ich jetzt in dieser Reaction das Geständnis, ja? Ich hau dir jetzt ein Geständnis raus. Ganz am Anfang, als wir uns gerade kennengelernt haben und ich das erste Mal bei dir im Stream war, ja? Real Talk. Da dachte ich erst, du bist wirklich Rezo. Weil ich mir dachte, so alt, der sieht der Rezo ähnlich. Ist das geil? Ist das wirklich nicht Rezo? Das dachte ich mir beim allerersten Mal. Ich dachte, jetzt ist es raus. Jetzt muss ich es raushauen. Ja, wirklich. Also, es ist wirklich. Ich dachte beim allerersten Mal. Ich dachte beim allerersten Mal, ohne Scheiß, dass du wirklich Rezo bist. Beim ersten Mal. Oder mit Rezo verwandt bist. Ja, so der kleine Bruder oder so. Dachte ich wirklich. Real Talk. Und das tut mir leid, weil mittlerweile habe ich rausgefunden, dass es nicht so ist. I'm sorry. Checkt übrigens bei Nachtschmied auch den Channel aus. Nachtschmied ist ein cooler Typ, den mögt ihr. Ja, ich weiß. Oh, Digga, ich habe gute Laune. Es tut mir leid. Heute ist einfach... ApoRed hat meine Stimmung einfach maßlos gehoben. Und ich habe keine roten Haare, immer noch nicht. Ach, Digga, ich... Meine Güte, das ist geil. Die Zerstörung von Tubo. Das sind alles Dinge, die er gemacht hat. Ich war gestern... Oh, Digga. Ich war gestern... Wurde mir was zugeschickt. Digga, ich hab keine roten Haare! Viel Nacht auf Twitch unterwegs ist. Ich bin keine Pornodarstellerin. Einer unglaublich schlechten Eigenschaft, der man niemals nachgehen sollte. Und was der hat einen Rezo-Stream entdeckt auf Twitch und hat sich dann gefragt, was ist denn mit Rezo passiert? Weil der hat dann dazugehört und hat dann gedacht, Mitch, also Rezo, was ist denn. Rezo, was ist mit dir passiert? Ist anscheinend so macht Rezo jetzt pseudo-intellektuelle Takes und Streams. Und. O7. Digga, kriegt der viel. Wie soll ich euch darauf vorbereiten? Ihr kennt doch... Ich bin blond! Meine Haarfarbe ist blond! Ihr kennt doch Leute, die sich hinstellen und sagen, die Nazis, die waren links. Kennt ihr doch, oder? Ihr kennt doch Leute, die sagen, die Nationalsozialisten, die sind links. Weil auch Sozialismus auch im Namen. Na, kennt ihr ja die Leute. Die sind verloren. Die sind einfach verloren. Leute, die sagen, die Nationalsozialisten, die waren links, die sind ja verloren. Die kann man einfach sagen, komm, die haben halt ein bisschen zu viel Substanz durch die Glühbirne geraucht. Am Ende des Tages muss man die nicht ernst nehmen. Das ist wie Flacherdler quasi. Die stehen halt da, die sagen, die Erde ist flach. Und die sagen halt, naja, gut, die Nazis waren links. Und die sind aber auch nicht weiter, ernst zu nehmen. Also ich bin mir sicher, dass Nazis untereinander schon sagen, dass sie also links sind oder dass sie gute Werte vertreten. Ich glaube auch, weil du gerade schreibst, ich glaube auch, dass es Leute gibt, die da sitzen und sagen, die in der DDR gelebt haben und die DDR befürwortet haben, dass die sagen, dass das demokratisch ist. Also ich finde, da kommt es immer auf den Blickwinkel drauf an. Jeder normal denkende Mensch weiß natürlich, dass weder die Nazis links waren, noch die DDR demokratisch. Das sollte jedem hoffentlich bewusst sein. Befürworter werden das wahrscheinlich so verargumentieren. Also, keine Ahnung. Will Karl sagen, er ist gar nicht rechts hier, wahrscheinlich. Wie gesagt, es kommt immer auf den Blickwinkel an. Also,
in dem Blickwinkel von Shuyoka und Dekadent und der Bambi-Frau, die mich übrigens auf Twitter blockiert hat, ja, das wird noch sehr lange nachhalten. Ich habe damit ein persönliches Problem, ne? Just saying. Dass die werden da sitzen und werden sagen, wir machen hier wichtige aktivistische Arbeit. Ich aus meinem Blickwinkel sage, ey, ihr versteckt euch hinter diesem Aktivismus, der nur für euch gilt, aber nicht für Leute, die wirklich mal, ne, Probleme haben. Oder bei Neitan, wenn er sagt, naja, guck mal, Lexi ist zwar eine Betroffene, aber wir reden nicht mit ihr oder wir nehmen sie gar nicht mit ins Boot rein. Das ist kein Aktivismus, das will ich nur mal sagen. Aktivismus trifft jeden und alle und nicht nur die, die mir gerade in den Kram passen. Und, keine Ahnung, also es ist wirklich, es ist so dumm, es ist so dumm. Real Talk, ich habe zwei Kollegen, die hauen auch raus, dass Nazis links waren. Adi war einer... war ein eiserner Kommunist und wollte nur das Beste für uns. Ich meide diese Kollegen immer. Ja, ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die auch rechtes Gedankengut, also ich meine jetzt nicht rechte Points, sondern ich meine richtiges, ja, ich will schon fast sagen, rechtsradikales Gedankengut supporten. Ich muss sagen, von den Leuten halte ich mich auch fern und mit denen versuche ich auch keine politischen Diskussionen zu führen, weil ich keine Lust da habe, denen irgendwie... Ach, mit denen diese Diskussion zu führen, weil die sehen das hier auch nicht ein. Also, weiß ich nicht. Kann jeder seine Meinung haben? Ich teile die halt nicht und deswegen lasse ich mich auf Diskussionen da gar nicht erst ein. Dafür habe ich keine Zeit und dafür ist es mir zu schade. Und um das klar zu sagen, nein, die sind nicht links, die machen einen Spagat zwischen extrem linken und extrem rechten Punkten. Ja, wie gesagt, also wenn das belegt ist, zu sagen, ja, guck mal, die hatten das im Wahlprogramm drin, dann gehe ich da voll mit dir. Ich habe es halt selber nicht gesehen. Aber wenn du sagst und du das nachrecherchiert hast und du sagst, ey, guck mal, die hatten da linke Punkte, wir haben es ja, vorhin hat das einer auch reingeschickt, wir haben das nämlich kurz besprochen, dann ist das ein Fakt. Und wenn das ein Fakt ist, macht das die Leute der NSDAP nicht links, sondern das sagt, ey, Das macht dann diese Leute nicht links, sondern das bedeutet, ey, wir hatten linke Punkte drin. So, und das bedeutet aber auch wiederum nicht, nur weil die linke Punkte drin hatten, dass diese linken Punkte auch umgesetzt worden wären. Also ich finde das immer faszinierend, dass Leute wirklich so naiv sind zu glauben, wenn jemand was in seinem Wahlprogramm drinstehen hat, dass er das und das tun möchte, dass er es dann auch wirklich macht. So, ich kann auch einen Flyer drucken, kann da reinschreiben, was ich machen möchte und kann es dann halt nicht tun. Also, ne? Ein Wort... Und das will ich hier nochmal ganz klar sagen. Oder so handle ich das für mich. Ein Wort hat keinen Wert, wenn ich nicht meine Taten belege. Taten sprechen mehr als Worte. Und wenn ich das behaupte und sage das, bedeutet das nicht automatisch, dass das wirklich so gewesen wäre. Das sagt, nur weil du linke Punkte hast, heißt das noch lange nicht, dass du Gewalt anwenden solltest. Das heißt das. Ja, genau so. Genau so. Im Moment, das Wahlprogramm wird nicht eingehalten, aber nicht in Deutschland. Ja, wie gesagt, also es gibt Leute, die glauben, die sind wirklich so, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute sagen, sie tun etwas, dass ich mich darauf nie verlassen konnte. Das ist meine Lebenserfahrung, ne, von der ich jetzt rede. Aber wenn die Leute was gesagt haben und haben es dann getan, dann hat das für die Leute gesprochen. Und jemand, der das tut und das regelmäßig tut und nicht nur labert und schnackt, Hashtag ApoRed, der bewegt auch im Endeffekt was. Leute, die nur da sitzen und reden, die bewegen nichts. Leute, die sich an ihre Taten halten, die bewegen schon deutlich mehr. Und ich bin jemand, der auch eher Taten sprechen lässt als Worte. Bin nicht gut mit Worten, aber ich bin gut in meinen Taten. So, und ich versuche, meinen Worten immer Taten folgen zu lassen. Und das, finde ich, gibt schon einen Einblick darin, ob Menschen... vertrauenswürdig sind oder ob sie es halt nicht sind. So, das ist mein Eindruck. Von mir persönlich. Und ich finde, und in dem Fall hier jetzt zum Beispiel, um auf das Thema wieder zurückzukommen, dieses ständige, was diese Leute betreiben, dieses ständige Faktenleugnen, finde ich ehrlich gesagt sehr, 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 sehr schwierig, weil es muss dir nicht gefallen, dass die linke Punkte drin hatten, aber wenn es eine Tatsache ist, dann ist es eine Tatsache und dann ist das, ja. Würdest du sagen, deine Taten sprechen eine eigene Sprache und wenn welche?
Naja, ich hole die Peitsche raus und dann mache ich ein deutliches Signal, dass ihr ja alle auf die Knie zu gehen habt. Ich glaube, das ist eindeutig genug. Hatte Bismarck auch gesagt, oder so ähnlich, Blut und Eisenrede. Ich weiß nicht, wer dieser Mensch ist. Ich kenne den nicht. Welche Farbe hat ein Haar? Ein Haar oder mein Haar? Wenn du meine Haare meinst, meine Haare sind blond. Girl bewegt sich auch nicht. Oh, ich brauche unbedingt so einen Peitschen-Sound, den würde ich jetzt anmachen. So. Feier ich. Beste Antwort. Ja, was erwartest du? Wir sind hier ein Peitschen-Stream. Ich will euch auf den Knien sehen. Was erwartest du da für eine Antwort? Mann, Mann, Mann. Jetzt möchte ich sehen, die Peitsche niemals. Die Peitsche bekommen nur die Würdigen zu sehen. Ich habe heute richtig provoziert und gesagt, dass die Linke näher an NSDAP dran ist als die FDP. Ja, ich weiß, ich will die Welt drin sehen. Ich trinke sofort. Ganz kurz. Ey, wenn du sowas sagst, dann brennt die Welt sowieso. Vor allem bei denen. Oh, Digga. Okay, ich komme dann schon mal zu dir. Warte, bis wir umgezogen sind. Dann mache ich euch einen extra Raum und dann machen wir einen Peitschenraum. Dann mache ich extra so einen Raum und dann peitsche ich euch alle. Das wird der Kult. Und ja, die sind blond immer noch. Karl ist mit seinem Stufe erwachsen wie Cartman in der WoW-Folge. Die WoW-Folge war voll eklig. Ich habe gar nichts versprochen. Ich habe nie versprochen, dass ich euch die Peitsche zeige. Ich habe gesagt, ich peitsche euch aus, wenn es sein muss. Na, die sind keine große Gefahr. Die sind nicht besonders aufmüpfig. Die stellen sich halt einfach dahin, philosophieren ein bisschen über das Wort Sozialismus und dass das bei den Nationalsozialisten ja auch im Parteinamen schon drin gewesen ist. Und dann sagen sie halt, gut, die Nazis waren links. Auschwitz-Birkenau mal zur Seite genommen, aber naja, gut. Abseits von Auschwitz-Birkenau würde ich sagen, waren die Nazis halt links und das ist meine Meinung. Ursula Haverbeck 88. Mein lieber Scholli, ist das ein Name? Haben wir wirklich jemanden, der Ursula Haverbeck 88 heißt? Erklärt mir jemand, was das Problem an dem Namen ist? Ich weiß das nämlich nicht. Ich bin wieder dumm. Digga, meine Haare sind nicht rot! An sich habt ihr nichts verpasst. Also, er hat eigentlich gerade davon geredet, dass... Also für die Leute, die jetzt Werbung hatten... er hat darüber geredet, dass praktisch Leute, weil die NSDAP ja sozial im Namen hatte, dass die deswegen links sind. Und ich finde diesen Schluss, also ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und komme jetzt einfach zu dem Schluss, dass du das... daraus nicht geschlossen hast, weil sozial, also ich finde, Deutschland ist auch ein Sozialstaat und ich finde, was momentan in Deutschland abgeht, ehrlich gesagt auch nicht sozial. Also, weiß ich nicht. Ah, die hat Holocaust geleugnet, okay. Ja, ich werde das eh wieder ein paar Stunden vergessen haben, also ich werde mir das nicht merken, aber das ist das Problem. Jetzt macht aber dann auch keinen Sinn, wenn die 88 für... Ich weiß nicht, ob ich den Namen im Stream sagen darf, für eine bestimmte Person steht. Und man dann den Holocaust leugnet, macht das ja wenig Sinn irgendwie, oder? Das ist doch ein Widerspruch, weil... Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich... Ja, ich habe schon verstanden. Ich habe schon verstanden mit der 8. Aber das ist doch dann ein Widerspruch, wenn ich mich 88 nenne und dann in Bezug auf diese historische Person und dann... eine Holocaust-Leugnerin bin, obwohl diese historische Person ja für diesen Holocaust verantwortlich war. Vielleicht bin das wieder nur ich. Das sind wieder so Logiken, die ich nicht verstehe. Jesus Christus. Also, was? Es gibt viele Rechtsradikale, die sagen, es wurden weniger ermordet. Ja, was? Hä? Aber ist doch scheißegal, ob weniger... Also, was macht's für einen Unterschied? Ich glaube, 6 Millionen waren es, ne? Haben wir vorhin gesagt. Es macht doch keinen Unterschied, ob es 6 Millionen waren oder ob es 5 Millionen gewesen wären oder auch nur 3 oder 2 oder 1 oder wenn auch nur, und das habe ich ja vorhin gesagt, wenn auch nur ein einziger Mensch, unabhängig davon, ob der Jude war oder nicht, getötet worden wäre im Namen von dieser historischen Person. Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Ja, aber, also diese Diskussion. Nee, also wir haben nicht,
Wir haben nur 100.000 getötet. Das macht es auf jeden Fall besser. Mhm. Das sagen sie bei Serienmördern, sagen sie das auch immer. Da sitzen dann auch immer vor Gericht und sagen, ey, sehen Sie es mal so. Ich habe zwar 5 Leute getötet, aber es hätten auch 10 sein können. Ja, ich, ne, aber diese Logik dahinter, also, ey, ach, Digga, also, das regt mich so auf, weil ich da sitze und denke mir so, wo macht es das denn besser? Also, wo macht es denn besser, wenn ich dann sage, ey, guck mal, also, ne, ich hätte auch mehr töten können, es hätten mehr sein können, weil 100.000 sind nicht viel an der Zahl. Alter, was sind das für Menschen, was ist denn los mit denen? Alter, Walter. Dachte immer, Serienmörder wird einfach mehr Wehr hat. Nee, machen sie nicht. In der Regel nicht. Also es gibt solche und solche Serienmörder. Es gibt Serienmörder, die haben halt wirklich Spaß am Töten. Es gibt auch Pärchen von Serienmördern. Da kann es sein, dass ein Pärchen mehr Spaß daran hat, ja, gewisse Triebe zu befriedigen, sag ich jetzt mal. Gewisse Machtausübungen haben zu können. Und dann gibt es Serienmörder, die halt einfach Spaß am Töten haben. So, also es gibt da... Gibt solche und solche. Menschen sind krank. Es gibt keinen Benutzer mit diesem Login. Na gut. Hat Morvol einfach nur Scheiße geschrieben. Ich dachte schon, wir hätten jemanden, der heißt Ursula Haverbeck 88. Das wäre schlimm gewesen. Jedenfalls. Übrigens, du hast nicht mitgekriegt. Wir haben einen neuen Schrank. Gestern bestellt. Bam. Jedenfalls habe ich jemanden gefunden, der... Ach, setzt dramatische Musik an? ...noch eine Schippe draufgepackt hat. Scheiße, ich habe kein Foto gemacht. Ich kann ihn euch zeigen, aber ich habe kein Foto gemacht. Jemand, der in seiner Brillanz nicht analysierte, dass die Nazis links sind, sondern der einen Schritt weiter geht. Der einen Schritt weiter denkt. Was macht der da gerade? Dessen riesengroßes Gehirn zu bedeutsam ist, zu groß ist, zu schön ist für alles, was wir niedriggeborenes Volk so in Gedankensträngen in uns haben. Und ich will euch eins sagen, dieses Lied ist nicht angemessen für die geistige Leistung, die uns gleich präsentiert wird. Was wir brauchen, ist das hier. Das ist die richtige Musik. Macht euch bereit. Ich würde mich schwer tun, die NSDAP rechts einzuordnen. Eher in der Mitte. Also nicht, weil die ausgeglichen sind, sondern weil die von links und rechts quasi die extremsten Punkte mithaben, sodass sie im Durchschnitt quasi in der Mitte rauskommen. Die extrem linken Punkte sind halt die typischen sozialistischen. Die extrem rechten Punkte sind dann quasi, dass man, dass es im Inneren... Also Wert gelegt wurde auf die extrem konservative Familie mit ganz klaren Aufgaben für Männlein und Weiblein. Dass die Erziehung der Kinder ganz klar war, dass die Erziehung der Kinder stattfindet in einem staatlichen Interesse, ist ein eher linkes Ding. Denkt Schulpflicht oder so. Also Hitlerjugend und so weiter ist kein besonders rechtes Ding. Muss man wissen. Hitlerjugend. Ja, lass ihn doch mal weiterreden.
Muss man wissen. Wenn man das jetzt nicht lass weiß. Mal weiterreden, Digga. Ja, ihr könnt ihn auslachen, könnt ihr machen, aber ihr seid einfach zu dumm, um zu begreifen, was dafür eine Brillanz gerade dieses Mundwerk verlassen. Digga, jetzt lass ihn doch mal weiterreden. Ihr habt überhaupt keine du Ahnung. Mitten im Gespräch machst du Pause. Socialism is when the government Auschwitz-Birkenau. Und die Hitlerjugend, das ist quasi die letzte Generation von damals. Das wissen viele, aber haben es vergessen. Dieser Mann hat Wissen durchgespielt. Der ist am Ende von Wissen angekommen. Lass ihn doch mal reden. Dann hattest du... Achso, ich wollte rechte Punkte aufzählen. Beispielsweise der Rassismus, dass du quasi den Arier hast zu sagen und alle anderen haben keinen Zugang zu den ganzen tollen Privilegien, die dann der reinreißige Arier bekommt sozusagen. Das ist ein rechtes Ding, weil das quasi exkludiert, weil das sagt, okay... Die großen sozialistischen Privilegien, die die Arier in Deutschland hatten, wie zum Beispiel in den Krieg ziehen. Wir haben hier eine Gruppe, die wird bevorzugt und alle anderen werden halt, je nachdem wie anders die sind, entweder einfach nur schlecht. Übrigens, ne, man merkt klassisch sozialistisch die Nazis gewesen, aber ich tue mich auch schwer, die Nazis rechts zu nennen. Alter. Ich würde sie eher mittig nennen. Weil, ihr müsst euch ja überlegen, der Arier, der hatte gewisse Privilegien, die klassisch sozialistisch gewesen sind. Wie zum Beispiel atmen. Oder nicht vergast werden. Ja? Und atmen und nicht vergast werden sind erstmal klassisch linke Privilegien, die man genießt in einer linken Gesellschaft. Oder würdet ihr mir da widersprechen? Mal abgesehen davon sind Arier, waren die damals nicht als... Waren das nicht blau, blond und blonde Haare und blaue Augen? War das nicht eher das arische Gut, was es so geheißen hat? Also, Digga, lass ihn doch mal ausreden. Also, ich finde das so zum Kotzen. Es fällt mir so schwer, da zu folgen. Ideologische Indoktrination gibt's nur im Kommunismus und Nazi-Schlund. Nazis ordne ich mal gerade ein. Also, was ist mein Vergleichswert? Ja, man, die Arbeiterklasse hat keine Privilegien gehabt. Ja, deswegen sag ich. Also, ich check seinen Punkt da gerade nicht. Also, ich hab auch Aria gemeint, das ist ein NS-Mythos. Ja, so habe ich das auch im Kopf. Also, ich bin ja geschichtlich nicht so krass drin, ne? Das muss ich dir direkt dazu sagen. Ich bin jetzt nicht hier die krasse Geschichtsnummer, aber was er da erzählt, also, nicht böse gemeint, aber ich habe das Gefühl, er zieht viele Dinge, also das hast du ja meiner Auffassung nach jetzt auch so gar nicht gesagt, er zieht viele Dinge, die du so nicht gesagt hast, zieht er da rein. Und mischt das irgendwie mit dem, was anscheinend irgendwelche wirklich Rechtsradikalen oder Nazis, nicht Rechtsradikalen, Rechtsextremen, oder Nazis da irgendwie mal gesagt und behauptet haben und mischt das so mit dem zusammen, was du da irgendwie von der gibst. Also so interpretiere ich es jetzt gerade. Also, weiß ich nicht. Ja, deswegen sag ich so, aber irgendwie mischt er da irgendwie ganz viel rein, was gar nicht der Punkt war. Ich check das nicht. Vor allem, weil er ständig pausiert. Dieses ständige Pausieren, das haut mich auch so aus dem Konzept raus, weil ich versuche ganz konzentriert zuzuhören. Und er redet dann Dinge und ich denke mir so, was, er hatte doch gerade gar nicht gesagt. Ja, das habe ich gut erkannt, ne? Ich bin hier das Brain heute. Heute bin ich das Brain, Leute. Ey, ihr könnt mich ruhig mal loben, ihr könnt ja wirklich mal sagen, so, Alter, Lucy, du bist heute so ein Brain, Alter, genial, du bist 10 von 10 intelligent heute. Meine Güte. Also, Leute, wir müssen das mit dem Loben, müssen wir echt mal ein bisschen üben. Ihr müsst mich mal mehr loben und ein bisschen mehr hier, so, ne, motivieren. Was soll das? Ihr subbt nicht, ihr motiviert mich nicht. Ah, oh, es ist wirklich furchtbar. Heute ist schlimm. Heute ist nur schlimm. Mann. Du bist doof. Ich bin heute 10 von 10 super intelligent. Würdet mir doch nicht widersprechen, wenn ich sage, in einer klassisch kommunistischen
Gesellschaftsordnung würden Menschen eher atmen dürfen und auch nicht vergast werden. Das stimmt ja. Und das war ein Privileg, das in der klassisch mittigen Partei NSDAP mit der eher linken Hitlerjugend ja viele Arier dann dort auch erleben durften. Nicht wahr? Das hat er doch aber so nie gesagt. Das hat er doch so gerade nie gesagt. Das Konzept, Nacht Schmidt sagt, das Konzept von staatlich geförderter Schulbildung ist ein linker Gedanke. Karl sagt, er hat gesagt, die Hitlerjugend ist sinkgewinnend. Genau das, ja? So habe ich es auch verstanden. Also, seht ihr, 10 von 10 heute, ne? Heute bin ich gut dabei. Also, so habe ich das auch verstanden. Ich sitze die ganze Zeit da und denke mir so, wo sagt er, dass die Hitlerjugend links war? Das ist ein Unterschied. Du musst System und diesen emotionalen Part so ein bisschen schon voneinander differenzieren können. Es geht um das System und nicht um das, was er da meint, was er denkst. Du bist nur 10 von 10, wenn du mal Nippel zeigst. Ich zeig meine Nippel, wenn ihr genug donatet, dann überlege ich es mir vielleicht. Weil du sie schon immer so gut wie heute, so bist brainmäßig. Nee, die letzten Tage habe ich echt durchgehangen, das muss ich sagen. Die letzten Tage habe ich echt durchgehangen. Aber ich habe noch eine sehr gute Entschuldigung dafür. Aber ich bin back in the game, Alter. Mir geht's jeden Tag ein gutes Stück besser. Ich bin wieder fit, ich bin Hulk-like. Alter, ich trage hier wieder Kisten rum, 10 von 10. Ich bin hier, Digga, ich habe Muckis, da würdet ihr neidisch werden. Alter, ich bin wieder back in the game. Und ich genieße es. Ich genieße jede Sekunde davon. Nicht behandelt oder bekommen keine Privilegien oder werden vielleicht sogar verfolgt und vernichtet. Je nachdem, das ist ein rechter Tag, weil du damit quasi, also das steht diesem Gedanken der Umverteilung komplett entgegen. Ne? Mhm. So, das heißt, wir haben zwar Umverteilung, aber eben nur auf einer unterdeselektierten Gruppe und das macht es halt wieder rechts. Richtig. Aber es ist eigentlich klassisch mittig. Übrigens mit sozialistischer Umverteilung, wenn du damit meinst, dass Juden enteignet worden sind, kann ich dir als tatsächlich Linker sagen, man sollte seine Enteignung nicht an Rassenhass ausmachen. Tatsächlich Linker, ne? Ja. Sondern an Vermögenswerten. Also wenn du Juden den letzten Goldzahn aus dem Maul klopfst, bevor du den armen Menschen in eine Gaskammer trittst, dann ist das nicht Sozialismus. Das sagt doch keiner. Ne? Also, ja. Digga, wer sagt denn was von Sozialismus? Wer hat das denn jetzt gesagt? Wurden nicht nur Juden enteignet, by the way, aber Karl ist gebildet und shit. Ja, es wurden doch auch Leute enteignet. Was war denn mit den Leuten, die sich dann gegen Hitler gestellt haben? War das nicht auch sowas? Ja, Goldzähne hatten doch Leute, die höhere Klasse waren. Also Leute, ich bin ja nicht krass drin, aber Leute mit Goldzähnen, also generell Leute mit Gold hatten, waren ja höher gestellte Leute. In der UdSSR wurden Juden übrigens genauso enteignet. Boah, weiß gar nicht, was das ist. Und Rapper, ja, Rapper auch sowieso, aber ich glaube, die hatten damals andere Probleme als Rapper. Umverteilung gleich links, Rassismus rechts. Ja. Oder? UdSSR, Sowjetunion. Okay, ja, okay, da bin ich aber wieder dran. Ich kenne nur die ganzen Abkürzungen nicht. Also ich weiß nicht, was er da reininterpretiert. Ich check das nicht. Da wurde enteignet, aber das hat jetzt mit Sozialismus relativ wenig zu tun. So habe ich das noch nie betrachtet. Denk mal drüber nach. Die Hitlerjugend ist ja eher links. Ja? Da das hat steht doch keiner ja schon im gesagt. Namen. Und wie Chris und ich gestern schon herausgefunden haben, nennt mir mal den Mann, der Hitler getötet hat. Den größten Antifaschisten in der Geschichte. Hitler hat doch Selbstmord begangen. Welcher Mann hat Hitler erschossen und damit den größten Faschisten erschossen? Hä? Hitler wurde doch nicht erschossen. Hitler wurde doch, hat doch Selbstmord begangen. Der hat doch irgendeine Zyankali-Pille geschluckt, oder nicht? Was? Bin ich jetzt, also Leute, bin ich jetzt falsch oder ist er das? Oder habe ich komplett, aber der hat doch selber, der hat doch Selbstmord begangen mit seiner Frau. Bin ich jetzt dumm? Ich glaube, das soll der Witz sein. Und er hat sich erschossen. Och, Digga, mach doch sowas nicht mit mir.
UdSSR steht für Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, ist die Sowjetunion. Ja, die Sowjetunion. Ja, habe ich verstanden. Sowjetunion. Bin ich auch dabei. Hitler soll sich erschossen haben. Also ich weiß nur, dass er eine Zyankali-Pille genommen hat und seine Frau, war das glaube ich, Frau, Lebensgefährtin, whatever, ja gleich mit. Also die haben sich ja umgebracht, bevor, nee, eine Kapsel meine ich. Die haben sich ja umgebracht, bevor sie in Gefangenschaft gekommen sind, weil sie ja Angst hatten, was dann passiert. Ich muss mich da mehr reinlesen. Ich glaube, das soll der Witz sein, meinst du? Karl sagt, er findet Mord und Gewalt doof, aber den Mörder Hitlers feiert er. Ah, Kapsel und Kopfschuss. Na gut, ich würde da auch ganz sicher gehen wollen. Finde ich ehrlich gesagt sehr feige. Also Hitler habe ich überhaupt keinen, also schlimm genug, was der generell angerichtet hat, aber so feige, sich selber das Leben zu nehmen und nicht sich den Konsequenzen entgegenzustellen, dessen, wie vielen Menschen er getötet hat, diesen Menschen, den Angehörigen dieser Menschen, in die Augen zu gucken und einer gerechten Strafe entgegenzukommen. Ich habe von diesen Menschen keine hohe Meinung, aber weiß ich nicht, dieses Feige sein, das toppt es einfach nochmal 10 von 10. Würde ich an seiner Stelle auch machen. Ja, ich glaube aber nicht, dass du einen Massenmord an unschuldigen Menschen begehen würdest, weil dir gerade danach ist. Hallo Eva und Adi waren circa 24 Stunden verheiratet und ja, das ist der Witz, weil sich selbst gerichtet hat und daher ja der größte Linke aller Zeiten sein soll. Ah. Ich check das nicht. Ich glaube, Karl würde auch eine Pille nehmen. Ah, kann ich mir auch vorstellen. Nee, das nicht, aber auf die Konsequenzen hätte ich auch keinen Bock. Denn die Konsequenzen hättest du ja erst dann, wenn du das tun würdest. Eigentlich genau das Gegenteil, sich so das Leben zu nehmen, ist aber eher konsequent. Denke, ihm war klar, dass es vorbei ist. Ich persönlich finde es feige. Also ich finde es persönlich sehr, sehr feige. Aber das, Leute, das ist eine andere Diskussion. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde es feige. Weiß nicht. Ich halte nicht viel von diesen Menschen und ja, wie gesagt, ich halte nichts davon, wenn man solche schlimmen Taten begangen hat, dann sich dann auch noch ganz feige aus der Affäre zu ziehen, indem man sich selber umbringt. Also, weiß ich nicht. Und ist damit zum größten Antifaschisten geworden. Ich, Nethammer, VR zählt nicht. Und Sniper Elite 5 auch nicht. Ansonsten hätte ich Hitler schon ungefähr 300 Mal erschossen. Boah, ich wollte gerade was richtig Fieses sagen. Das darf ich nicht sagen, sonst wird mir das negativ ausgelegt. Ist Hitler. Und so wurde Hitler. Denk mal drüber nach. Hitler hat damals auch in der Nacht der langen Messer Ernst Röhm getötet, die SA-Führung gestürzt und die SA quasi als solches abgeschafft. Und warum hat er das gemacht? Weil er bemerkt hat, dass in der SA Nazis drin sind. Ernst? Ernst, bist du wirklich ein Nazi? Das kann ich mir nicht vorstellen. Boah, Hitler, klassischer, klassisch in der Mitte. Gegen alle Extreme. Einfach mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ich find's geschmacklos, das so nachzumachen. Du meinst, wenn Hitler gewonnen hätte, würde Karl ihn feiern? Nee, ich wollte was anderes sagen. Und das wäre ein Satz, der wäre viel zu weit gegangen, aber gib mir auch die Vorlage dafür. Ich sag nicht, was ich sagen wollte, sonst kriege ich Ärger. Ja, ist lustig, aber hat nichts mit meinem Punkt zu tun. Ja, das ist halt der Punkt, den ich irgendwie nicht, wo ich mir gerade ein bisschen schwer tue, weil ich halt die ganze Zeit da sitze und warte darauf, bis dein Punkt kommt oder bis er mal auf deinen Punkt zu sprechen kommt, den du halt angesprochen hast. Aber stattdessen sitzt er da und labert Stuss und Dinge, die halt damit gar nichts zu tun haben. Und ich warte noch darauf, bis das kommt und bis da irgendwie... Wir beschimpfen Leute nicht als Nazis, nicht als Neonazis und nicht als andere Nazis. Das machen wir nicht. Ja, ich warte darauf, bis er auf diesen Punkt eingeht. Karl hat so viele Strommänner im Petto, hat seine eigene Feuerwehr, sobald es im Sommer warm wird. Ja, es ist,
Also ein Schlagwort fällt mir da ein und das ist Stefan Doom. Also der hat ja auch gesagt, irgendwie von wegen, wenn es dann so weit kommt, dass hier irgendwie Krieg ausbricht oder so, warum auch immer, dass er ganz vorne mit Dekadent an der Seite stehen wird und dass sie dann gemeinsam kämpfen werden und na, dann wird die rote Sonne wieder aufkommen. Sag mal, kannst du bitte aufhören? Dann wird die rote Sonne kommen und wird an seiner Seite kämpfen. Irgend so ein Scheiß. Ich weiß nicht, ich habe die Clips ja damals alle gesehen. Kannst du noch mal das TH von Stefan machen? Meinst du dieses... Ich timeoute dich gleich, wenn du jetzt nicht aufhörst. Das hier? Ja, wir sind die Dinge. Oh, hoppla. Hä? Raff dich? Das war mein Einspieler für Imp. Und kriege ich das? Cool. Danke, Stream Deck. Das wird mir hier ganz anders angezeigt. Wo ist denn Raff dich? Hier. Das meinst du, ne? Raff dich! Das hier. Naja, und keine Ahnung, und die stehen dann da vorne an gemeinsamer Front und alles. Und dann dachte ich mir auch so, Digga, also... Diese Art zu reden. Könnt ihr jetzt mal aufhören, hier die ganze Zeit rumzubeleidigen? Sag mal, was ist denn heute los? Oh, bitte fang du nicht auch noch an, Patrick und Brusa, die lieben das hier, eine Sekunden-Timeouts zu verteilen. Machen das ganz gern, wobei ich glaube, Patrick zockt gerade. Ich kann nicht Timeout. Wenn ich euch Timeoute, dann Timeoute ich euch richtig. Das müssen Brusa und Patrick machen. Ach, Mann. Tut mir bitte den Gefallen und reißt euch ein bisschen am Riemen. Ich will keinen Ärger haben, weil was ihr hier schreibt, fällt negativ auf mich zurück. Also wenn ihr mich lieb habt, haltet euch ein bisschen im Zaum. Und wir beschimpfen auch keine anderen Leute hier im Chat. Wir sagen nicht Vollidiot oder sonst irgendwas. Wir sind lieb zueinander. Seine Abschätzung kann man auch ohne Beleidigung zu Kunde tun. Ja, fragt ihn mal. Da wünschen sich wohl welche wieder Timeout. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ist das der Tenor des Ganzen gewesen? Ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt nicht so begeistert. Ah, wenn du auf dem PC bist, klickst du auf den Namen und dann musst du auf eine Uhr klicken und da kannst du eins schreiben. Auf den Namen klicken. Da ist eine Uhr. Was ist denn hier eine Uhr? Ah, du meinst die hier? Hä? Da steht aber nichts. Ich kann da nichts ändern. Da stand keine Uhr. Sorry. I'm sorry. Ich werde es so ausprobieren. Da steht aber kein... Rechtsklick? Nee, geht nicht. Oh, hoppla, jetzt habe ich schon wieder gemacht. Ah, 10 Sekunden. Hä? Ach, das warst du. Scheiße. Ich kann das irgendwie nicht. Ja, von mir aus schreibt er so, warum auch immer du das dauernd schreiben musst. Macht Rechtsklick und dann ziehst du... Uns halt richtig schön... Oh, ich guck das gleich. Ja, um auf das... Ja, ja, ich weiß. Mods gebe ich keinen Timeout, dann sind es nämlich keine Mods mehr. Du musst auf den Namen... Ja, ich drück doch. Ich guck gleich nochmal. Wir machen hier noch fertig. Das dauert ja nicht mehr so lange. Warum Rezo? Weil ich den Namen vergessen habe. Ich habe keine Ahnung, wer das hier ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber er hat gefärbte Haare, also dachte ich mir Rezo. Ne? Was soll ich denn auch sonst machen? Mir jetzt auch. Falls ihr übrigens wisst, wie der Streamer heißt, bitte guckt meinen Kanal nie wieder. Bitte geht einfach und kommt nie wieder. Möchte euch nicht hier haben. Ich möchte nicht, dass ihr hier bei mir zuschaut. Dankeschön, Neuschwabenfunk, für den Hitler Follow. Hitler war ein Wocke, denn er war ja auch Vegetarier. Richtig. Oh, der guckt da böse.
Da guckt er jetzt aber böse. Rezo auf Thor Steiner bestellt. Na, ich tue mich schwer, ihn rechts einzuordnen. Ich würde ihn eher mittig einordnen. Also wirklich, als ich das gehört habe, ne? Die Leute, die sagen, die Nazis waren links. Das sind ja, die sind ja wie Flacherdler, ne? Da ist halt nicht viel zu machen. Also, weil Nachtschmied, ich kann dich beruhigen, mit Fakten haben es diese Leute nicht so doll. Also, war ja bei mir genauso, da kommt hier ein Stream und ich spreche nur an, damit hat ja dieser ganze Shitstorm angefangen. Ich habe nur angesprochen, ey, weil es gerade Thema der Diskussion war, ja, seine Minions kommen automatisch. Weil es gerade Thema der Diskussion war, habe ich gesagt, ja, es gibt zwei Geschlechter und so hat das ganze Thema angefangen, weil er sich dann auch in seinen Stream gesetzt hat und hat dann über mich so einen Monolog darüber gehalten, dass das ja so schlimm wäre und dass das alles gelogen wäre und was weiß ich. Aber ich mich einfach nur, wie gesagt, der Tenor war die Diskussion. Also ich habe das nicht mal random gesagt, sondern ich habe das gesagt, weil das Thema war in dieser Diskussion zwischen Imp und Naitan. Und ich gesagt habe, ey, dass es zwei biologische Geschlechter gibt, dass das halt so ist. Und ja, deswegen hat er das dann rausgehauen und dann so gemacht. Das war dieses Gespräch. So hat das Ganze eigentlich angefangen. Weil ich mich dagegen ausgesprochen habe, dass das falsch ist, weil ich das dann nochmal aufgeführt habe, ist er dann abgegangen in seinem Stream, hat mich dann beschimpft gehabt und hat dann angefangen mit... mit seinen Aussagen, mit den ganzen Transfeindlich-Kram und so. Also, ja, also wenn du das machen willst, also ich kann dir das so empfehlen, für Reichweite-Push ist es auf jeden Fall super. Guck nur, dass du es mental mitmachst. Aber, weil seine Minions schon ziemlich eklig sein können, aber... Wenn du das machst, nimmst du Content mit. Würde ich auf jeden Fall so machen. Was für Streams gibt es hier abseits von Beef-Content? Keine Ahnung. Ich guck keine anderen Streams. Normalerweise nicht so oft. Also ich bin dann nur in Streams von Leuten, die ich kenne. Momentan eher weniger. Also deswegen. Erdler, die glauben an eine flache Erde und eine linke... Genau, Werbung. Und eine linke NSDAP. Das ist in Ordnung. Sollen die machen. Aber zu sagen... Ich tue mich schwer, die NSDAP rechts einzuordnen, ist der pseudo-intellektuellste Gehirnfurz, den ich jemals gehört habe. Und es sollte eigentlich unter Strafe stehen. Bin ich ganz ehrlich. Hört ihr doch seine... Digga, und Stimmzettel verbrennen oder zu sagen, man möchte Stimmzettel verbrennen, steht auch unter Strafe. Nur mal so, by the way, das nennt sich Wahlbetrug. So, hör dir doch aber seine Begründung doch mal vernünftig an. So, ich höre jetzt nur raus, dass böser Bub hat das und das gesagt, aber du hörst dir die Begründung von ihm ja nicht mal richtig an. Du sitzt ja nicht mal da und hörst dir das an, weil wenn du richtig zugehört hättest, wüsstest du, was der Punkt ist. Du musst, das ist ja genau dieser Punkt. Also, ja, du scheinst da irgendeinen Point getroffen zu haben. So, das Ding ist halt, was ich halt nicht verstehe, die hören auch nicht zu. Also, ich hab dir jetzt versucht, zu folgen, zuzuhören. Ich werde mir das später, glaube ich, nochmal privat angucken mit der VOD, die ist ja online, hast du gesagt. Und werde mir das nochmal in Ruhe anhören. So. Und ich calle jetzt schon, dass... Also jetzt schon in diesem Clip, aber ich nehme an, ich muss mir auch die gesamte Konversation anhören, weil im Gegensatz zu manch anderen höre ich halt zu. Und da wette ich mit dir, werde ich nichts finden, was irgendwie kritisch ist, sondern einfach nur, ey, das ist meine Ansicht da drauf und das ist die Begründung dahinter, weil ich da mit einem anderen Blickwinkel drauf gucke und nicht mit einem emotional behafteten. Weil was ich bei ihm raushöre ist, der sagt Hitler, weiß nicht, der spinnt sich das irgendwie zusammen, so Hitlerjugend ist ja links, so. Und das hat nie einer gesagt, das war nie der Wortlaut, um ein Beispiel zu nennen. Ich check das nicht. Ich nehme an, du reagierst dann morgen auch drauf, vielleicht gucken wir uns dann einfach deine Reaction da nochmal im Gesamten an, wenn du darauf reagierst und das richtig stellst, weil ich finde das krass bedenklich. Also... Ah, du hast die Reaction. Das sollte unter Strafe stehen.
Ah, das war's schon. Okay. Ich guck gerade noch kurz. Wie lange geht denn die Reaction? Weil ich wollte eigentlich gar nicht mehr so lange machen. Wenn nicht, reagieren wir morgen mal da drauf. Dann gucken wir uns das mal im Gesamten an. Ist das das? 7 Stunden hast du gestreamt. WTF. Ja, ich überlege, ob wir das dann morgen machen, weil ich wollte heute eigentlich, ich wollte nur bis 6 Uhr streamen, weil ich muss noch, wie gesagt, packen hier. Wir müssen ja noch Dinger packen. Kannst du mir einen Timestamp geben, wann das ungefähr angefangen hat? Ah, ich glaube da, ne? Ist das Dekadent? Ja, das wunderschöne, unverkennbare Gesicht ist Dekadent. Ah, und das ist das Wahlprogramm, was du dann rausgesucht hast, ne? Nehme ich mal an. Und da geht's wieder ein anderes Thema. Also eine Stunde oder zwei dauert es schon, ne? Hm. Nee, das müssen wir morgen machen. Das wird zu lange. Aber das machen wir morgen dann auf jeden Fall. Ist das okay, wenn ich dann morgen auf die VOD... Ah, du schneidest das nochmal. Also wenn du das nochmal geschnitten kriegst, kannst du mir deinen Link schicken oder so? Oder ein Video, wenn du es zusammenfasst oder so. Wenn du irgendwas, weiß nicht, kürzt du das jetzt runter oder machst du da jetzt ein extra Video oder... wie hast du das geplant? Weil dann würde ich morgen... Ja, wenn du ein Video dazu machst, dann kannst du mir das schicken. Dann schick mir das und ich reagiere morgen drauf. Oder von mir aus auch, was haben wir heute? Mittwoch, Donnerstag oder auch am Freitag. Freitag stream ich auch. Dass ich dann irgendwie drauf reagieren hat. Ah, perfekt. Ja, wenn du es auf YouTube hochlädst, dann schick's mir. Dann reagiere ich darauf. Dann, das ist, glaube ich, ein bisschen kürzer. Dann können wir drauf reagieren, weil dann kann ich richtig auf das Thema eingehen. Okay, gut. Ja, mir wäre es lieber, wenn du mir ein YouTube-Video schickst. Ich mache das lieber auf YouTube. Ich mag Twitter nicht. Wenn du das machst. Also wenn du es heute oder morgen hinkriegst, also morgen oder übermorgen hochlädst, dann können wir darauf reagieren. Das ist überhaupt kein Thema. Das nehmen wir mit. Ja, Aufnahme läuft noch. Auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, ich habe ja schon einiges dazu gesagt für die Leute jetzt noch auf YouTube. Und wir reagieren dann noch auf das Vollständige. Dann können wir da, glaube ich, ein bisschen mehr... reingehen und ein bisschen mehr auf die Punkte eingehen. Auch nochmal mit jemandem, der da seine Points dazu gibt und sagt, wie er es eigentlich gemeint hat. Weil ich finde das immer sehr schwierig von einer Sichtweise von jemandem, der es bewusst immer falsch verstehen möchte, ja, da irgendwie von auszugehen. Deswegen, also seid gespannt.